So, jetzt kommt der große Brückenfall. Aber ein Teil steht noch, das hintere Teil also. Schauen wir mal, wie wir da rauskommen. Ne? Wegen Vollsperrung, weil die sollte ja nur bis heute Morgen sein, aber alles gut hier. Ja, das sieht natürlich alles, da sehr viel leerer aus. Man kriegt ja dann nach so einem Abriss, kriegt man ja die Auto alles leer hier, alles schön. Alles viel, viel freier, ohne Beton, ohne alles. Aber kommt ja alles neu für unsere dreispurige Autobahn. So, hier stand mal eine Autobahn. Die kriegt man natürlich dann gefickt übergeben. Hier links noch ein paar Pfeiler. Naja, hat natürlich was. Hier alles super sauber. Ich habe nichts anderes erwartet. Mal so connecten. Ist was ganz Neues. Wir kennen diese Brücke schon seit 40 Jahren und länger. Ja, so ähnlich. So, ich fahre dann gleich da hinten wieder ab Oppum Richtung Fischenrhein. Bin für Andrea gefahren hier. Aber nichts Schlimmes, alles gut. Bin mal gespannt, wie es aussieht. Vielleicht hängt es halt hinten dran, wenn die Ersatzbrücke kommt. Und dann wird der neu gebaut. Komplett. Kostet halt nichts, ne? Alles klar, danke! Ja, hallo liebe Freunde. So, heute mache ich den Dreh mit der neuen Brücke auf der A57. Da wurde ja die alte Brücke abgerissen. Ich finde, das ist, die Brücke ist eher, glaube ich, eine Fahrradbrücke, weil die sieht so wackelig aus. Aber naja, vielleicht kommt da noch was anderes hin. Später die richtige Brücke, ist klar. Ne? Aber jetzt so für den Behelf. Naja, ihr werdet es gleich sehen. Wir fahren jetzt gleich hier Osterrad durch und dann fahre ich dann Büllerich auf die Autobahn. Ihr solltet wissen, wo ich hier so lang düse. Durch das schöne Osterrad und dann das schöne Büllerich. Alles anliegend an Fischeln. Liegt alles bestens auf dem Weg nach Düsseldorf. Richtig. Alles klar, bis später. Ich schalte dann gleich um. Jetzt um und dann seht ihr das dann später. Ne? Okay, tschüssi. Ihr seht das gleich. Aha. Ich wollte noch was sagen. Das habe ich gerade gesehen. Hier eingangs Osterrad wird komplett neu gebaut. Irgendwann, früher oder später, das habe ich auch schon in den 70er, 80er Jahren gesagt, wird Osterrad und Fischeln ein Ort sein. Da wirst du über die Straße gehen, zack, bis zum nächsten Ort, dass alles zugebaut wird. Überall. Egal wo, es wird gebaut, gebaut, gebaut. Ja, das wollte ich nur festhalten. Naja, bin es eben interessiert. Aber dann sind wir vielleicht eine Stadt, wer weiß. Und ihr fragt euch bestimmt, warum trägt der Vogel im Auto eine Maske? Nicht wie ein Virenschutz oder so. Ich finde nicht so, man sieht das Gesicht nicht so dolle. Ich finde das schöner, wirklich. Ich finde das besser. Ihr seht hier gerade mal, da ist diese Maske, Hells Bells. Und gleich sind wir hier gerade mitten im Osterrad drin. Bis gleich kommt die Auffahrt Büderich. Das ist ein gutes Restaurant vorher links. Ja. Alles schicke hier auf dem Weg nach Düsseldorf. Können auch nach Düsseldorf fahren. Aber heute habe ich noch ein paar Termine. Von daher geht das nicht. Und das nächste Mal. Tschüssi. So, dann geht es mal auf die A57, heißt eigentlich gar nicht A57, die Autobahn heißt in Deutschland BAB, Bundesautobahn, aber ich will ja kein Korinthenkacker sein. So, dann schauen wir uns mal gleich die Brücke an, ne? Warum ich immer ein bisschen Gas geben hier, damit das hier ein bisschen Spaß macht mal, ne? Alles gut. Jo, tschüssi, bis gleich. So, natürlich hängen wir hier im Stau rum. Wir haben hier gerade 20 nach 2. Dieses komische graue Ding, was ihr da oben jetzt seht, was euch zukommt, das ist die Behelfsbrücke. Fahrradfahrer fahren da schon rüber, das habe ich schon gesehen. Und ist schon ein Riesenaufwand, der hier betrieben wird, damit nachher die dreispurige Autobahn hier rüber runter entlang fahren kann an dieser Brücke. Das ist schon der Wahnsinn. Ne? Aber wir müssen alle fahren. Da ist sie, da seht ihr die besser. Ist schon eines. Da werden schon erst einen Pfeiler gebaut hier für die richtige Brücke. Und darüber könnt ihr oben auf rüber radeln. So, jetzt bin ich hier gleich am Stau und dann geht es ab nach Fischeln. Alles gut, es läuft. Und wollen wir mal sehen, ups, auf dem Weg, wie ich mit meinem E-Wagen links fahren kann. Geht auch, der ist nämlich verflucht schnell.